Warum tötet Putin Kinder und Frauen in der Ukraine? Ja, weißt du, was die Amis getötet haben? Auf die Verbrechen anderer hinzuweisen, immer um von seinen eigenen Verbrechen und eigenen Dreck abzulenken, ist eine Wortabortism-Technik, die in der Zeit der Sowjetunion entwickelt worden ist. Es fällt sehr stark auf, dass das vor allem von Anhängern von Putler angewendet wird, ist ja auch kein Wunder. Putin war ja früher KGB-Agent und wurde auch in dieser Propagandatechnik und anderen Lügen eingewiesen und hat das dann auch von der Pike auf gelernt. Man muss ja einfach sagen, dass die Putin-Propaganda wirklich sehr stark wirksam ist in Europa und die Menschen in die Irre führt. Wortabortism ist deswegen sehr, sehr schlimm, weil es halt gar nicht mehr dazu führt, dass du einen Dialog führst, weil du sagst einfach, der andere hat ja auch Dreck gemacht, jetzt darf ich auch mal morden, weil USA hat ja auch Millionen umgebracht und ja, mal zur Abwechslung ist dann Russland auch mal dran und kann auch mal ein paar Ukrainer über den Haufen schießen. Was ist das für eine Denkweise? Die ist doch total zynisch und menschenverachtend, oder?